Hallo, wir besprechen in diesem Video die Weg-Zeit-Funktion, also der Weg in Abhängigkeit von der Zeit aufgetragen. Wir besprechen, wie wir Punkte vom Funktionsgraphen ablesen und deuten können. Zum Beispiel diesen Punkt, p. Die Koordinaten des Punktes lauten nicht x und f von x, sondern auf der horizontalen Achse haben wir die Zeit t aufgetragen und auf der vertikalen den zurückgelegten Weg s von t. Nach diesem Video kannst du die hier gelb markierten Bereiche auf dem Arbeitsblatt ausfüllen. Wir haben hier den Funktionsgraphen einer Wegzeitfunktion gegeben. Auf der horizontalen Achse die Zeit in Stunden und auf der vertikalen den zurückgelegten Weg s von t in Kilometern angegeben. Ich zeichne nun vier Punkte ein. Pausiere nun das Video und trage die fehlenden Koordinaten ein. Als Tipp, alle Werte sind ganzzahlig. Ich blende nun die Werte ein. Und wir können einen Punkt auch allgemein angeben. Also p ist gleich. Auf der horizontalen Achse haben wir die Zeit t und auf der vertikalen s von t. Also können wir den Punkt b genauso angeben. B befindet sich an der Stelle t gleich 3, dann haben wir hier s von 3. Doch was genau bedeutet jetzt s von 3? Wir haben die Wegzeitfunktion s. S ist also in Abhängigkeit von der Zeit aufgetragen. S von t beschreibt den Weg in Abhängigkeit von der Zeit. Doch welchen Weg? Den Schulweg? Den Weg vom Kinosaal zum Popcornstand? Und hier merke dir immer, dass das zurückgelegter Weg bedeutet. Schreibe das am besten auch immer so hin. S von t beschreibt den zurückgelegten Weg in Abhängigkeit von der Zeit. Also von irgendeinem Ausgangspunkt wurde Weg zurückgelegt nach einer gewissen Zeit. Dann können wir weitergehen. Die mathematische Formulierung nochmal, s von 3 ist gleich 10 Kilometer. S von 5 sind 15 Kilometer. Und wenn wir den Punkt A betrachten, s von 0 sind 0 Kilometer. Die physikalische Interpretation, s von 3 bedeutet also, dass nach 3 Stunden 10 Kilometer zurückgelegt wurden. Ich schreibe es hin. Nach 5 Stunden wurden 15 Kilometer zurückgelegt und nach 0 Stunden wurden 0 Kilometer zurückgelegt. Moment, 0 Kilometer zurückgelegt? Heißt es nicht, dass ich mich gar nicht bewegt habe, also keinen Weg zurückgelegt habe? Ja, und das macht tatsächlich mehr Sinn, es so zu interpretieren. Man sagt auch nicht nach 0 Stunden, sondern entweder zu Beginn oder zum Zeitpunkt t gleich 0 wurde noch kein Weg zurückgelegt. Na dann, kannst du jetzt ja das Arbeitsblatt schon selbst ausfüllen. Beachte, dass deine Wegzeitfunktion natürlich etwas anders aussieht und du auch andere Einheiten hast. Dann bis zum nächsten Video.